Sie haben es gelesen. Cybersicherheit setzt auf künstliche Intelligenz. Und ganz ehrlich, also der Begriff künstliche Intelligenz, ich hatte das Gefühl, das war so das Angstwort der letzten Jahre. Mittlerweile ist es ein bisschen besser. So, wir kriegen hier ein paar Mal den roten Teppich ausgerollt für dieses doch sehr brisante Thema. Deep Learning, Robotik, das sind ja alles Dinge, die hinter der künstlichen Intelligenz stecken. Und je mehr man darüber weiß, desto friedvoller wird man wahrscheinlich auch mit dem Thema. Was denken Sie über KI? Sind das Buchstaben, die Ihnen Sorgen machen? Die Publikumsfrage heißt, was verbinden Sie mit KI? Also schicken Sie uns vielleicht in einem Wort Ihre Gedanken zu diesem Thema hier auf die Bühne und wir schauen, was Sie hier alles zusammentragen. Und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang, um hier einfach auch mehr Mut und mehr Beruhigung in das Thema zu bringen, dass wir einfach über Datensicherheit reden müssen. Und das bespreche ich jetzt mit Dr. Michael Littger. Er ist Geschäftsführer von Deutschland Sicher im Netz e.V. Und ich finde, Deutschland Sicher im Netz, das klingt schon mal sehr klar und sehr nach Vertrauen. Herzlich willkommen, Dr. Littger. Hallo, Frau Stein, ich grüße Sie aus Berlin. Wie bekommt man die Angst aus diesem Thema? Ja, das ist erstmal eine sehr gute Frage. Es gab eine aktuelle Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, in der wird tatsächlich beschrieben, dass viele Menschen über künstliche Intelligenz gar nicht so viel sagen können und sehr wenig Wissen darüber haben. Das hat auch dann viel mit teilweise Grundbildung zu tun. Aber das Wort künstliche Intelligenz als solches begründet bereits Zweifel, Ängste und Unsicherheit, sodass allein die Frage, die Sie jetzt auch stellen, was ist der Grund einer diffusen Skepsis mit dem Thema, schon oft in dem Begriff begründet liegt. Aber natürlich nicht nur das, sondern dann am Ende auch das fehlende Wissen. Denn auch eine Erfahrung von Deutschland sicher im Netz ist es, dass mit mehr Wissen, mehr Kompetenzen und letzten Endes auch mehr Dialog über neue Technologien und Themen auch das Vertrauen und vor allen Dingen die Neugierde steigt. Und Neugierde ist ja immer der Anfang von etwas Gutem und in dem Fall auch einer kritischen Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, die sich hier auftun. Gibt es überhaupt ein anderes Wort dafür als KI oder künstliche Intelligenz? Na, sicherlich wenige Wörter, die medienwirksamer und auch telegener wirken als dieses, was Sie benannt haben. Letztlich ist es eine Technologie. Letztlich ist es eine neue Möglichkeit, neue Lösungen auch zu generieren für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Und lassen Sie es uns als einfach eine neue digitale Möglichkeit benennen. Aber Sie merken schon, das ist zu wenig griffig. Also keine neue Begriffsfindung heute, aber vielleicht einen Beitrag darüber aufzuklären, was es kann. Was ist das Ziel Ihrer Fokusgruppe? Ja, die Fokusgruppe.